Ich bin Jakob Kant. Ich habe Elektrotechnik studiert und arbeite hier bei Gotha Elektrotechnik als Projektleiter und bin außerdem für die Ausbildung verantwortlich. Ich habe mich für die Elektrotechnik als Beruf entschieden, weil ich mich schon immer für Technik interessiert habe und es total spannend fand, was mit Strom und Energie passiert. Mein typischer Tagesablauf besteht zur Hälfte aus Arbeiten am Schreibtisch und am Computer und zur anderen Hälfte in Tätigkeiten hier in der Fertigung und auf Baustellen mit unseren Mitarbeitern. Meine Aufgabe ist es, mit Aufträge und Anfragen, die wir per E-Mail oder per Telefon bekommen, zu bearbeiten, dafür dann die Fertigungsunterlagen zu erstellen und die dann an unsere Mitarbeiter oder aber auch an unsere Auszubildenden weiterzugeben. Für den Beruf des Elektronikers für Automatisierungstechnik benötigt man den mittleren Schulabschluss. Man sollte sich für Naturwissenschaft und Technik interessieren. Gute Schulnoten im Bereich Mathematik und Physik sind wünschenswert, aber nicht notwendig, wie generell auch gar nicht so unbedingt ausschlaggebend sind jetzt nur gute Noten. Fähigkeiten wie technisches Verständnis, Teamarbeit und Zuverlässigkeit sind genauso wichtig. Die Arbeitszeiten hier in der Fertigung für die Schaltschränke sind von 6 Uhr morgens bis 14.30 Uhr, am Freitag von 6 Uhr bis 11.30 Uhr. Die Arbeiten auf unseren Baustellen beginnen erst um 7 Uhr und gehen bis 15 Uhr. Nach Abschluss der Ausbildung erhält man einen Stundenlohn von 12 Euro. Das bedeutet also, man verdient im Monat ungefähr 2.000 Euro. Nach der Ausbildung kann man sich weiterqualifizieren, zum Beispiel zum Obermonteur oder aber auch zum Bereichs- oder Abteilungsleiter. Es gibt auch die Möglichkeit, zum Beispiel noch eine weitere Ausbildung zu machen, eine Technikerschule zu besuchen oder eine Meisterschule, sich also als Techniker oder Meister zu qualifizieren. Und je nach Erfahrung und Bereich, in dem man dann arbeitet, kann man damit dann auch deutlich mehr Geld verdienen. Das können dann auch pro Monat 3.000 Euro oder mehr sein. Die Arbeitsorte für den Elektroniker für die Automatisierungstechnik können ganz verschieden sein. Das ist einmal hier bei uns in der Fertigung, wo wir vorhin auch schon Aufnahmen gemacht haben, aber natürlich auch auf verschiedenen Baustellen oder in anderen Werken von Maschinenbauern oder Anlagenbauern, an denen wir die verschiedensten Anlagen montieren und installieren. Am meisten Spaß macht mir die Abwechslung und die verschiedenen technischen Bereiche, in denen man tätig ist. Und ich finde auch gerade für junge Leute ist ein interessantes Berufsfeld, weil man ganz viele Anlagen neu bauen kann. Man kann mit dabei sein, wenn neue Sachen gebaut werden, entwickelt werden. Und man kann danach auch stolz sein, wenn man sieht, dass eine Anlage funktioniert, die es vorher noch nicht gab.